Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag. Ich erinnere euch gleich zu Anfang dran, dass heute Mittag die Sternzeichen-Updates dran sind. 15 Uhr. Ich habe mir vorgenommen, ich lasse heute die Karten nur mal durchlaufen. Das mache ich von Zeit zu Zeit. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch schon ganz lange nicht mehr gemacht. Und ich freue mich drauf. Ich gebe da nur weiter, was ich so wahrnehme, was für Themen sich mir zeigen über die Karten. Und zum Schluss lasse ich euch noch eine Karte auswählen. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Vielen Dank für eure Unterstützung, eure Kommis, eure Likes. Und heute geht es mal um unser Umfeld, um unser Außen, um Nähe und Distanz, um Klarheit, die wir uns vielleicht auch schaffen, indem wir uns zurückziehen. Hier arbeitet jemand sehr schwer an Nähe- und Distanzthemen. Möglicherweise geht es hier auch darum, Klarheit im Arbeitsbereich zu schaffen. Man guckt hier, wie arbeitet man, was hat man im Umfeld zu tun, wo muss man beides unter einen Hut bringen. Man neigt dazu zu überanalysieren. Für einen oder anderen ist die Zeit davor für etwas abgelaufen. Ein Umschwung könnte anstehen. Der göttliche Zeitplan ist am Wirken. Zeit könnte ein Schlagwort sein, auch für heute. Oder ich sage jetzt heute, ich lege das heute, aber die Karten sagen das immer, um was geht es, ne? Auf was dürfen wir uns einstellen, was sind Themen fürs Kollektiv. Man guckt sich hier alles sehr ganz speziell an. Man neigt dazu, vielleicht auch etwas irgendwo rein zu interpretieren, wo es nicht sein soll. Manchmal hat man auch zu viel Zeit, um alles unter die Lupe zu nehmen. Aber ich habe hier so eine Zeit, in der sich vieles auf neu dreht. In der man dann auch wieder so Wissen einholt. In der man die Hafen, die Anker braucht, um wieder ruhig zu werden. Hier sind sehr viele Erinnerungen an unser Kinderdasein. Die Seele hat hier die Möglichkeit, einen anderen Weg zu nehmen. Ich sage es jetzt nochmal, bei der Zeit, etwas ist zeitabhängig, habe ich einfach auch das, etwas ist abgelaufen, etwas spielt keine Rolle mehr, etwas geht in eine neue Richtung und wir dürfen unseren Kompass auspacken und unserem Herzen folgen. Hier ist nämlich ein schweres Gepäckstück, das uns hindert, in Leichtigkeit voranzugehen. Ne? Hier schleppt man seelischen Ballast irgendwo mit. Der könnte hier aus den Kindertagen, aus dem Thema Liebe oder den Familienthemen kommen. Und das Leben zeigt so, hier, schau mal dahin, schau mal dahin. Und irgendwie guckt man auch ganz genau, aber man findet nicht so richtig, man kriegt die Kurve nicht, sagen wir so. Hier kriegt etwas eine Bewegung, die Sicherheit mitbringt, ein Wissen, das sich eröffnet, mit dem wir uns neue Türen öffnen können. Und es gibt hier Lösungen. Möglicherweise habt ihr hier ein Gegenüber, das euch Lösungen mitbringt, wo plötzlich dieser Moment kommt, wo einem ein Licht aufgeht und diese Lösung betrifft alles, in was ihr investiert und auch das Leben, die Wurzel an sich. Ne? Es gibt eine Lösung, die neue Türen öffnet. Das Leben macht eine Tür zu und eine andere auf. Ob wir durchgehen oder nicht, das liegt ja immer bei uns. Denn hier habe ich zwar, dass diese Türe wie ein Schatz ist oder zu einem Schatz führt, aber wir haben hier so dieses wankende Gefühl. Wir fragen uns, ob unsere Intuition stimmt, ob wir durchgehen sollen, ob es für uns eine Lösung ist. Also dieses Überanalysieren kommt hier wieder sehr durch und bremst unsere Bewegung auch aus. Der Zweifel an den eigenen Gefühlen.
Dabei hätten wir hier eine Situation, die ist so klitzeklar und verbindlich. Hier haben wir die Blumen auf dem Ring, die Sterne daneben. Das sind so Kombinationen. Da kriegt man Geschenke, die verbindlich weiterbringen. Da klären sich Dinge auf, stehen unter einem guten Stern. Man darf mit ein bisschen Glück rechnen. Man hat hier an Themen gearbeitet oder wir haben ja die Arbeitskarte und das Umfeld hier mit. Man hat vielleicht versucht, sich anzupassen. Man hat vielleicht auch Grenzen gesetzt, Dinge zurückgelassen. Und hier kommt einfach der schicksalshafte Schutz bei allem, was wir loslassen müssen. Ne? Außerdem zeigt uns das Schicksal hier die Richtung. Manche von uns haben sich vielleicht auch die letzte Zeit schutzlos gefühlt. Guckt mal, hier sind die Wege mit dem Schutz und den Engelsflügeln und dem Kreuz. Hier zeigt sich eine neue Richtung für viele, die hier auf ein Beziehungssystem gucken, mit dem sie in Konflikt sind oder wo sie denken, ah, das bringt mich nicht mehr weiter. Wo die Leidenschaft für alles fehlt, wo man nur so überlebt statt lebt, wo man vielleicht auch sehr viele Dramen hat, die einem nicht gehören. Hier kriegen wir geraten, redet darüber. Die Blockaden werden hier zur Brücke und hier unten an der Wurzel liegt die Veränderung in Kürze. Hier bei dieser Legung ist es so, dass das hier die Krone ist und das hier die Wurzel dieses Lebensbaumes und ich habe, dass unsere Wurzel bereit zur Veränderung ist, dass wir viele Blockaden aufgelöst haben, dass es kurze Wege gibt, eine Lebensreise weiterzuführen, die auf sehr beständigem Grund landet. Ein bisschen so wie das Lösen einer tiefen, tiefen Lebensblockade, die sich schon so eingesessen hat, ne? Manchmal akzeptiert man das ja auch so, weil man denkt, es sei normal und vergisst ganz, dass es noch etwas Besseres gibt, auf das man sich zubewegen könnte. Aber hier haben wir tatsächlich, das sind nicht so die großen Berge. Jetzt kräht wieder meine Krähe hier auf der Dachbegrünung. Das sind viele kleine Möglichkeiten, die am Ende etwas Großes machen. Ja, wir haben dich gehört. So, jetzt gucken wir mal. Der Rotkardinal. Wenn du Single bist, wirst du bald die Liebe finden. Hier haben wir das mit dem Beziehungskonstrukt. Ne? Auch die Blumen, der Ring. Irgendwas bändelt sich da an. Die Leidenschaft zieht wieder ein. Die Leidenschaft will aufleben. Man wird gewarnt vor Untreue. Und wir haben die Blaumeise. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Verspieltheit, Ideenreichtum und Hingabe. Nimm eine neue Perspektive der Herausforderungen deines Lebens ein. Gib deinen Ideen und Gaben einen Ausdruck und verwirkliche sie. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Dann mache ich es weg und ihr dürft noch eine Karte wählen. Nehmen noch die von der Nadine, die Sanssouci-Karten. So hatte ich die in der Hand. Und wir nehmen Alice im Wunderland. Okay, und dann dürft ihr aussuchen.
Unten haben wir, finde, die Lektion in allem. Versuche in jeder Situation des Lebens einen Sinn zu finden. Vertraue darauf, dass du lernst. Ich sollte jetzt mal lernen, mich zu entscheiden. Ich nehme links. So, was haben wir hier? Es besteht kein Grund zur Sorge. Erinnere dich an deine Kraft zurück. Hier sitzt jemand und überlegt rum, wie er denn seine Ziele verfeinert, ob er bald abgeschossen wird von irgendeinem Pfeil, der ausgesendet wird von jemandem. Aber im Prinzip braucht man sich hier nicht fürchten, man hat alles, was man braucht. Und man hat das Potenzial in sich, aber man kommt vielleicht im Moment nicht so richtig dran. Ist so eine kleine Erinnerung, ne? Das passt gut. Wenn wir hier keine Ängste haben, brauchen keinen Grund zur Sorge, haben wir hier den Löwenzahn. Das ist eine Ahnenpflanze, der hat sehr tiefe Wurzeln. Und hier darf man sich Kraft bei den Wurzeln holen, den Vorfahren, den Ahnen, Mutter Erde und dann in Leichtigkeit die Samen ausstreuen. Und wir haben den Krampus. Wir haben ja hier irgendwie Ängste oder Sorgen. Ja, und hier fühlt man sich vielleicht irgendwie verblüht, vertrocknet. Man hat das Gefühl, vielleicht etwas nicht richtig gemacht zu haben. Man hat keine Energie. Man denkt irgendwie, ist es jetzt eine Mutprobe für mich oder werde ich irgendwie bestraft? Und die Auflösung liegt hier drin, ne? Erde dich und fliege hoch, es gibt keinen Grund zur Sorge. Okay, gucken wir uns die andere Seite an. Man möchte an etwas wachsen, neu aufwachsen. Es wird die ewige Jugend angezeigt und das Älterwerden einfach, dieses ich mache irgendwie etwas mit und ich warte, bis ich so darin größer werde, nennen wir es mal so. Wir haben den Mond, hier geht es darum, mit dem Leben zu tanzen. Nichts bleibt für immer jung, auch wenn wir es gerne hätten, aber es fühlt sich so an, als steckte man ewig in den Kinderschuhen. Hier liegt sowas wie eine Neugeburt, ne? Ein Gefühl vielleicht auch, dass man, wo man wieder jung und frisch an die Dinge geht. Ja, und ihr habt hier über den Dächern der Stadt, hier dürft ihr Prioritäten setzen, Unbedeutendes aussortieren. Nachts unterwegs sein heißt vielleicht auch, man guckt sich den Sternenhimmel an, man überlegt abends viel rum, man hat so ein bisschen Gottesfurcht. Man stellt sich Sinnfragen über die eigene Bedeutsamkeit. Über den Dächern der Stadt erinnert mich an Carlsson vom Dach. Wer den noch kennt, was war das für ein Junge, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt heute Mittag mit einem offenen Ohr für mich da. Die Kommentare sind beim Sternzeichen-Orakel extra deaktiviert, weil Sonntag ist und weil ich nicht diskutieren möchte. Versteht es bitte. Ich drücke euch und bis morgen.